Welcome to Real PropTech, the conference about the transformation of the real estate industry. Genau, der Auftrag, den ich heute mitbekommen habe, ist von außen einen kurzen Überblick zu geben, nachdem wir heute viel darüber gehört haben, wie sich die Branche verändert. Was kann ich denn als traditionelles Unternehmen tun, um mich dieser Veränderung zu stellen und darauf zu reagieren? Und die Agenda, die ich dafür mitgebracht habe, ist ein ganz kurzer Einblick von meiner Seite in, wie wir die Veränderung in der Real Estate Branche sehen, aber dann sehr schnell der Schritt zu den notwendigen Bestandteilen unserer Meinung nach, um sich zu verändern. Das ist auf der einen Seite Vision, Strategie, dann Struktur und organisationelle Modelle und dann zum Ende Kultur und Wandel. Wie bereits angekündigt, den Real Estate-Teil werde ich am schnellsten machen. Ich glaube, da sind hier ganz viele Experten im Raum und wurde heute auch schon sehr viel erzählt. Wir betrachten uns da als klarer Industrieaußenseiter. Wir arbeiten industrieagnostisch und können mal so ein bisschen aus der Helikopterperspektive einen ganz kurzen Blick drauf werfen, ohne ins Detail zu gehen. Das war ja vorher schon ganz kurz die Frage, warum gibt es keine Unicorns im PropTech-Bereich in Deutschland? International gibt es die. Das heißt, ich habe da mal ganz kurz vier mitgebracht. Ich glaube, generell ist der Blick nach USA und Asien interessant, weil sich ein paar der Phänomene da schon ein bisschen früher zeigen lassen und glaube ich auch einfach, weil der Blick nach Deutschland heute schon über den Tag verteilt sehr schön gemacht wurde. Und wenn man dann sich mal im Detail die unterschiedlichen Themen anschaut, wie hier beispielsweise das von Tencent gebackte und Liangjia gegründete, ich glaube, es nennt sich Baiki, ich bin mir nicht ganz sicher bei der chinesischen Aussprache. Wenn man sich mal anschaut, was machen die so konkret, dann sieht man hier zum Beispiel ein Beispiel, was gar nicht so unähnlich ist zu dem, was wir gerade sehen konnten und in dem Fall einfach sehr schön integriert in eine Value Chain und man merkt, dass das beispielsweise für die Konsumenten in China heute schon nicht selbstverständlich, aber mindestens wesentlich gewöhnlicher ist und ein fester Bestandteil von Verkaufsprozessen. Und wir sehen diese Art von Veränderung in ganz vielen Bereichen im Real Estate. Ein sehr spannendes Beispiel, wie ich finde, aus dem Baubereich auch stark gefundet, ist hier Katera, die im Prinzip sagen, gerade der Bau ist ein wahnsinnig ineffizienter, langatmiger Prozess, wo unheimlich viele Stakeholder zusammenkommen und die sich im Prinzip die Aufgabe gestellt haben, das radikal zu integrieren und diese Wertschöpfungskette zusammenschrumpfen zu lassen, wie man hier sieht. Und ob Ihnen das jetzt genau gelingen wird, kann man immer in Frage stellen, aber es ist zumindest was wir im Rahmen der Digitalisierung in ganz vielen Branchen in den letzten Jahren gesehen haben, dass am Ende Außenseiter gut finanziert reinkommen und dann sehr aggressiv versuchen, diese Wertschöpfungsketten neu zu strukturieren oder zusammenzustauchen. Wie machen Sie das klassischerweise? Hier einmal bei Open Door visualisiert im Prozess vom ersten Quote hin zum Verkauf. Sie versuchen, neueste Technologie einzusetzen, um Schritt für Schritt die einzelnen Bestandteile zu optimieren. Und das ist natürlich was, wo jung gegründete Unternehmen mit Systemen, die von vorne aufgesetzt werden, einen großen Vorteil haben gegenüber traditionellen Unternehmen, die eine ganze Menge Legacy, IT und Systeme haben. Am Ende des Tages bietet das natürlich sowohl ganz viele Chancen als auch ganz viele Risiken. Wie gesagt, das gerade nur ein ganz, ganz kurzer Einblick von außen. Ich glaube, das Wichtige mitzunehmen für den eigentlichen Veränderungsprozess ist aus meiner Perspektive, was wir in ganz vielen Branchen immer wieder gesehen haben, ist dann, wenn wirklich der große Sprung stattfindet, wenn durch Technologie und gesellschaftliche Veränderungen auf einmal ein größerer Wandel in einer Branche stattfindet, dann sehen wir einfach, dass die Wertschöpfungsketten massiv neu strukturiert werden. Und das erfordert von traditionellen Unternehmen, dass sie sich neu positionieren, dass sie verstehen, welche Bestandteile der Value Chain muss ich eigentlich selbst besitzen, wo muss ich partnern, wo muss ich mir was dazu kaufen. Und das ist genau der Teil, in den wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen werden. Fragen gerne am Ende, aber auch wenn es zwischendrin was gibt, einfach kurz Hand hoch oder reinrufen. Wie erstmal nicht überraschend, startet jede größere Veränderung, jeder große Wandel mit Vision und Strategie. Ich habe da unsere abstrakten Erfahrungen mitgebracht, ohne spezielle Cases von TGG mitzubringen. Die klare Ansage war, es ist keine Werbeveranstaltung, was ich sehr begrüße. Dementsprechend habe ich mir immer die plakativsten Cases rausgesucht. Die sind auch hier stark amerikanisch, ein bisschen weiter weg vom Alltag, aber ich glaube, sie helfen,
sehr schön, so ein bisschen zu inspirieren und sich die abstrakte Idee dahinter vor Augen zu führen. Und eines der plakativsten Beispiele für mich ist Domino's aus verschiedenen Gründen. Wie wir hier links sehen, ist Domino's eine der Firmen, die in den letzten 10 Jahren den größten Sprung an Börsenwert gemacht haben. Hier verglichen mit Google, und das ist vielleicht ein Vergleich, an den man erstmal nicht denken würde, oder ein Unternehmen, was einem nicht sofort in den Sinn kommt, wenn man denkt, was sind die Unternehmen, die in den letzten 10, 15 Jahren am meisten partizipiert haben von neuen Technologien und von Geschäftsmodellveränderungen. Und deswegen gefällt mir dieses Beispiel so gut, weil es ist ein traditionelles Unternehmen in einer relativ physischen Branche. Und es zeigt für mich immer wieder schön, auch traditionelle Unternehmen können, wenn sie sich richtig einstellen, auf veränderte Rahmenbedingungen da enorm partizipieren. Und da gibt es eine sehr schöne Case Study von Harvard Business Review mit ganz vielen Aussagen auch des Managements, wo die im Prinzip für sich selbst reflektiert haben, was haben wir eigentlich gemacht, wie haben wir reagiert. Und was sie von sich selbst sagen, ein bisschen amerikanisch, aber sagen, sie haben sich erstmal Gedanken gemacht, in welchem Geschäft sind wir eigentlich, was zeichnet uns eigentlich aus? Und dann haben sie für sich gesagt, wir sind nicht im Pizza-Making-Business, we are in the Pizza-Delivery-Business. Und das ist jetzt erstmal natürlich ein Stück weit eine triviale Erkenntnis, aber ich glaube, genau diese grundsätzlichen Richtungen und Visionen fürs eigene Unternehmen braucht es erstmal, um das dann runterzubrechen. Und basierend auf der Erkenntnis haben sie gesagt, Delivery ist heute ein Geschäft, was wahnsinnig stark beeinflusst ist von Technologie, und haben dann angefangen, in die Richtung Ressourcen aufzubauen und hatten zum damaligen Zeitpunkt von 800 Leuten im Headquarter 400 Leute, die in Analytics und Software gearbeitet haben. Und man kann sich auch sehr schön anschauen, wie diese Strategie dann ganz konkret aussieht und sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Und zwar ist eine der ganz großen Prämissen, und das ist, glaube ich, was sich gut übertragen lässt in viele Branchen, dass sie sagen, wir müssen die Kundenschnittstelle besitzen. Das heißt, wenn Leute Pizza bestellen, dann dürfen die nicht über irgendeinen anderen Dienst bestellen und dann kommt zu uns die Bestellung, sondern wir müssen die Schnittstelle am Ende des Tages kontrollieren. Wir haben dafür gesagt, egal wo der Kunde sich aufhält, wir legen in jeden dieser Services eine Schnittstelle rein. Das ist eine Plattform von Domino's, die nennt sich Domino's Anywhere. Und egal, ob über Alexa oder Google Home oder über Twitter oder vom Fernseher, die hatten mal einen Hackathon, wo man aus Counter-Strike raus, aus der Kommandozeile raus bestellen konnte, was meiner Meinung nach sehr gut auf die Zielgruppe eingeht. Aber es zeigt einfach, sie verstehen, sie müssen da sein, wo der Kunde ist. Und die Zitate des CEOs zeigen auch sehr schön, sie verstehen, sie müssen die Kundenerfahrung ownen. Das heißt, sie sind eine der wenigen Unternehmen im Fast-Food-Bereich, die sagen, wir geben auch die Kundenschnittstelle bei der Lieferung nicht her. Das heißt, controlling quality of delivery process und keeping data in margin, und sagt, für sie ist es absolut wichtig, dass sie zum Beispiel nicht an die Deliveroos dieser Welt ihre Lieferung abgeben, dass sie nicht an die Uber Eats dieser Welt ihre Lieferung abgeben, weil das ist die Kundenerfahrung. Und ich glaube, sich diese Fragen auch in anderen Branchen zu stellen, was sind eigentlich die Momente, wo ich mit dem Kunden interagiere, wie verändern die sich digital und analog und wie muss ich diese Erfahrung bestimmen, ist eine sehr wichtige Fragestellung. Und genau mit den gleichen Fragestellungen gibt es ein anderes sehr schönes Beispiel, das ist Best Buy, wieder amerikanisch, weil viele der Veränderungen da einfach schon plakativer einmal durchgelaufen sind. Und auch wieder sehr schön, weil ein traditionelles Brick-and-Mortar-Geschäft, das heißt auch mit einem Real-Estate-Bezug und in einem Geschäftsmodell, wo viele vor 5 Jahren gesagt haben, die haben eigentlich keine Chance gegen Amazon. Die sind die Mediamarkts Amerikas und die werden von Amazon überrollt werden. Und ich glaube, es ist schön, wir sind so, wie ich es gerade sehe, im Real-Estate noch in einer Phase, wo es diesen dominanten Player, den Amazon, das Real-Estate noch nicht gibt. Aber selbst wenn da dominantere Player auftauchen, zu sehen, wenn ich mich klar genug positioniere, klar genug reagiere, habe ich eine Chance. Sieht man hier auch wieder am Aktienkurs, der sich sehr positiv entwickelt hat, trotz Amazons aggressiven Markteintritt. Und auch die haben wieder eine relativ einfache Positionierung, einfache Strategie, die ich erstmal in 4 Punkten schön beschreiben kann vom CEO. Also auf der einen Seite, ich muss preiskompetitiv mit Amazon sein. Das reicht nicht, aber es ist die Grundlage. Auf der anderen Seite, um mich von Amazon zu differenzieren, muss ich stark auf den Menschen setzen. Das heißt, Beratung ist das ganz klare Differenzierungsmerkmal in dem Fall von Best Buy. Ich glaube, das ist was man immer wieder suchen muss. Was differenziert mich? Dann in dem Fall die Veränderung der Fläche, also turn brick and mortar into showcase and ship. Und nicht zuletzt in dem Fall eine radikale Transformation, die auch wehgetan hat,
Cut Costs Quietly, wo sie sehr schön beschreiben, was ist ein verträglicher Weg, der so eine Organisation in so einer Veränderung auch mitnimmt. Und basierend auf dieser strategischen Basis haben die sich in den letzten Jahren dann immer weitere Verticals gesucht und sind immer spitzer geworden in ihrem Fokus. Das Interessante ist, dass viele der Aussagen darüber sich erstmal relativ weich anfühlen. Also, we're a company that's in the happiness business, purpose-driven and it's fueled by human magic, sehr amerikanisch. Aber die harten Zahlen auf der rechten Seite, die sich daraus ableiten, die lügen nicht. Das heißt, die haben extreme Programme aufgesetzt im Bereich Service. Die haben über 1 Million Kunden, die $200 im Jahr zahlen für eine Tech-Support-Subscription. Die haben eine riesen Salesforce, wo sie auch aggressiv investiert haben. Und diese Mischung aus einem kulturellen Kern und einer Vision und dann ganz klaren Taktiken, die fokussiert sind, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig in so einer Transformationsphase. Und das kann man teilweise natürlich organisch aufbauen. Teilweise, wenn so Veränderungen schnell passiert, muss man natürlich auch aggressiv investieren und anorganisch wachsen. Und auch das ist was, wo wir in den letzten Jahren von sehr großen, teilweise sehr traditionellen Unternehmen massive Bewegungen gesehen haben. Hier ein paar der eindrucksvollsten in meiner Meinung nach, wo man für mich immer wieder sehen kann, dass eigentlich diese Akquisition stark von der Vision, wie sieht das Unternehmen in einer technologisch veränderten Welt aus, getrieben ist. Also Disney werde ich gleich nochmal drauf eingehen, Intel ganz klar die Wette auf selbstfahrende Autos, Bayer als einer der großen deutschen Player mit der Wette auf neue Technologien, sowohl digital als auch molekular, in dem Fall mit dem Monsanto-Kauf. Und man sieht hier drunter immer, wie viel Prozent der Marktkapitalisierung das in dem Moment des Kaufes ausgemacht hat. Und in Branchen, die stark verändert wurden, sieht man, dass das teilweise sehr, sehr große, sehr, sehr aggressive Wetten waren. Und wenn man nicht früh genug anfängt, dann kann es passieren, dass man an einen Punkt kommt, wo unterkritische Wetten nicht mehr funktionieren und man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Firma auf so eine Wette setzen muss. Das muss nicht immer der Fall sein, aber wenn es so weit kommt, ist es wichtig, in dem Fall, glaube ich, auch den Mut zu haben. Und auch hier kann man wieder klar beobachten, wie am Beispiel Disney diese verschiedenen Akquisitionen einem klaren strategischen Narrativ folgen. Und dieses strategische Narrativ beeinflusst von Technologie, aber am Ende basierend auf sehr fundamentalen Industrieerkenntnissen. Und bei Disney, was haben die in den letzten Jahren gekauft für viel Geld? Die haben sehr, sehr interessante Content Properties gekauft. Und zwar Content Properties, die ich auf einen Blick erkenne. Das heißt, ich habe hier Findet Nemo, ich habe Star Wars, ich habe Avatar, ich habe Marvel mit Iron Man. All das sind Marken, die Kunden sofort erkennen und die sehr interessant sind, wenn ich anfange, einen Netflix-Wettbewerber aufzubauen und in Streaming zu gehen. Und das ist was auch hier wieder der CEO Bob Iger sehr klar erkannt hat. Also, when consumers are faced with so much choice, it's very helpful to them to know going in what something might be. Das heißt, diese Wiedererkennbarkeit. Und ich glaube, auch das kann man sich in jeder Branche immer wieder fragen. Wenn man sich auf so eine Strategie geeinigt hat und man hat die irgendwie im Managementkreis, man hat die auf Folien, dann ist gerade bei großen Organisationen immer die spannende Frage, wie kriege ich denn jetzt meine 5.000, 10.000, 15.000, 50.000 Mitarbeiter auch basierend auf dieser Strategie zu handeln? Und da hat der CEO von Lego mal was Schönes gesagt, und zwar: Thank you for doing all the things I never told you to do. Und ich glaube, genau das muss am Ende das Ziel sein, dass man schafft, eine strategische Vision so klar zu kommunizieren, dass es für alle Mitarbeiter im Unternehmen möglich ist, ohne sich abzustimmen, genau dieser Vision, genau dieser Strategie am Ende des Tages zu folgen. Das ist für mich immer sehr schön dargestellt in ein paar der Grundsätze von Netflix. Das ist ein Beispiel, was oft gebracht wird, aber ich finde, wenig bringen das so plakativ auf den Punkt. Das heißt, wenn man sich deren eigene Unterlagen anschaut, wie die intern kommunizieren, was sie ausmacht, was ihre Werte sind, wie sie funktionieren, dann haben die ein Prinzip, das nennt sich highly aligned, loosely coupled. Das heißt, die Idee, dass ich auf der einen Seite sehr freie, sehr distribuierte Teams habe, aber um genau diese Freiheit zu ermöglichen, sehr aligned bin, das heißt, eine sehr klare gemeinsame Richtung habe. Und am Ende sagt dementsprechend Reed Hastings auch, dass er es heutzutage schafft, teilweise monatelang gar keine Entscheidungen zu treffen,
Ob das in der Realität wirklich so möglich ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es ist erstmal eine schöne Ambition, ein schönes Beispiel, wie in sehr schnell verändernden Zeiten, wie klar ich kommunizieren muss, wie klar ich eine Strategie festlegen und in der Organisation verteilen muss. Und auch da ist am Ende des Tages natürlich Amazon ein schönes Beispiel. Und ich glaube, was den Tech-Unternehmen, gerade den amerikanischen, oft besser gelingt als den deutschen Unternehmen, ist eine sehr aggressive Vision über einen langen Zeitraum nach außen zu spielen. Und ich finde da zum Beispiel immer das Beispiel der Shareholder Letters bei Amazon ein sehr schönes Beispiel. Hier der originale 1997, kann man heute noch abrufen. Da steht im Prinzip alles drin, was sie die letzten 20 Jahre gemacht haben. Und das ist eine Wahrheit, die ist für Investoren klar, die ist für Mitarbeiter klar, die ist für Kunden klar. Wenn ich eine Uneinigkeit darüber habe, was die Richtung des Unternehmens ist und wie ich mich verhalten soll, kann sich jeder im Unternehmen auf sowas beziehen. Und es ist eine super schwierige Übung, genau diese Klarheit herbeizurufen. Aber es ist wesentlich konkreter als irgendwelche Slide-Decks, die man interpretieren kann oder die Top-Secret sind. Das heißt, ich glaube, auch deutsche Unternehmen sind da teilweise viel zu vorsichtig und versuchen, ihre Strategien vor fremden Augen zu schützen. Ich glaube, viele der Unternehmen, die in den letzten 10 Jahren sehr erfolgreich waren, waren nicht erfolgreich wegen geheimen Strategien, sondern wegen sehr, sehr klar kommunizierten, nach außen getragenen Strategien. Und ich glaube, da kann man sich teilweise was von abschauen. Und man merkt auch, dass das in Deutschland auch zugenommen hat in vielen Branchen in den letzten Jahren. Und dann ein ganz kurzer Einblick in, wenn man wirklich in einen Strategieentwicklungsprozess geht, wie kann sowas nachher aussehen, was für Tools kann man da verwenden. Das ist nachher natürlich ein hochindividuelles Thema für das jeweilige Unternehmen. Dementsprechend werde ich das nur einmal kurz anschneiden, damit es jeder gesehen hat. Hier sind mal beispielhaft ein paar der Modelle, die wir zum Beispiel nutzen, um Strategie zu erarbeiten, um ein Verständnis von Geschäftsmodellen, von Branchen zu finden. Und am Ende des Tages ist es immer wieder eine Frage, was will ich eigentlich gerade rausfinden, was will ich eigentlich gerade beantworten? Und da gibt es neben den Klassikern wie den Porters dieser Welt auch eine ganze Menge neuere Modelle, die in den letzten Jahren entstanden sind, die sehr gut zur Internetökonomie passen, beispielsweise Ben Thompson, Aggregation Theory, der für mich dieses Plattformmodell sehr schön beschreibt. Da muss man sich am Ende einmal damit auseinandersetzen, was ist denn ein Framework, was ist ein Modell, was für mich funktioniert. Dabei allerdings nie vergessen, all models are wrong, some are useful. Ich stelle die Präsentation gerne nach zur Verfügung, falls es zu schnell geht zum Fotos machen, wie ich gerade ein, zwei Mal gesehen hatte. Dementsprechend das alles nur als Inspiration verstehen. Es gibt nicht das eine richtige Modell, es gibt nicht das eine richtige Framework, es sind alle Inspirationen, an denen man so eine Diskussion strukturieren kann. Und genauso, wenn es dann in die Entscheidung geht, will ich eigentlich organisch wachsen, will ich anorganisch wachsen, will ich Venturing betreiben, will ich Company Building betreiben, will ich ein VC werden, all diese Themen, auch da hilft es, sich einmal anzuschauen, was sind denn die verschiedenen Modelle. Hier zum Beispiel eine ganz schöne Übersicht von Swan Ventures, die mal aufzeigen, Innovation Departments, Accelerator, Venture Capital. Es gibt da verschiedene Modelle, aber ich glaube, genau sowas hilft, um sich einmal einen Überblick zu verschaffen und zu sagen, was sind eigentlich meine Ziele und was ist die richtige Antwort. Und wenn man sich so damit beschäftigt hat, dann kann man sich am Ende auch ein Portfolio aus verschiedenen Innovationsvehikeln zusammenbauen. Und da finde ich im deutschsprachigen Raum beispielsweise Fissmann und Klöckner sehr schöne Beispiele, auch aus traditionellen Industrien, wo man wirklich sieht, die verschiedenen Vehikel haben unterschiedliche Ziele, sind aufeinander abgestimmt, verändern sich auch mit der Zeit. Am Ende, wenn man ambitioniert ist, wenn man wirklich sehr, sehr aktiv werden will in diesen Bereichen und vielleicht auch die Digitalisierung der eigenen Branche schon ein bisschen fortgeschrittener ist oder man selbst jemand ist, der das vorantreiben möchte, dann kann am Ende so ein organisationelles Setup auch so weit fortgeschritten aussehen. Das wird nicht für jedes Unternehmen am Ende des Tages so ausführlich sein, natürlich. Das bringt mich am Ende zur Frage, wie strukturiere ich das Ganze? Ich habe eine Strategie, ich weiß, in welche Richtung ich will. Wie kriege ich die Organisation dazu, das Ganze umzusetzen? Ich kann nicht von den Leuten, die fürs Kerngeschäft verantwortlich waren, von den gleichen Mitarbeitern in den gleichen Strukturen mit den gleichen Zielen verlangen, dass sie auf einmal alles anders machen. Dementsprechend, wenn ich eine neue Richtung habe, muss ich mir auch Gedanken machen, wie stelle ich das Unternehmen dementsprechend auf? Auch dafür mal eine kleine Übersicht über mögliche Frameworks, mögliche Modelle, die man verwenden kann.
Auch hier wieder, keins von denen ist perfekt, aber alle davon kann man nutzen, um sich mal ein Bild zu verschaffen und auch zu gucken, was ist eigentlich die Frage, die ich mir stelle. Also erstmal, was sind denn die Ziele der verschiedenen Organisationsteile? Was sind die Kriterien, nach denen ich aufteile? Was ist das einzelne Modell für den jeweiligen Bereich? Welche Mitarbeiter müssen da jeweils arbeiten? Was haben die für Ziele und. Das sind ganz viele Fragen, die ich mir stellen kann und muss, wenn ich tatsächlich so weit fortgeschritten bin im Prozess. Und wenn man mal kurz abstrakt darauf schaut, was geht in unserer Erfahrung nach am häufigsten schief in diesen Innovationsprozessen, auch in den Innovationsstrukturen, dann ist das für mich grafisch sehr schön dargestellt von Noble, einer amerikanischen Beratung, die sagen, was oft passiert, wenn große traditionelle Organisationen anfangen mit struktureller Innovation, ist, dass sie irgendein neues Vehikel aufbauen zum Explorieren, irgendein Lab, was Dinge ausprobiert, was ganz viel Freiheit hat, Spielgeld, und die machen dann und die finden irgendwelche neuen Lösungen und dann erwartet man, dass am anderen Ende die große Kernorganisation diese verrückten, kreativen, neuen Lösungen einfach so implementiert. In IT-Abteilungen wäre das die bimodale IT, der IT der zwei Geschwindigkeiten, ist die gleiche Logik. Unserer Meinung nach, oder immer wenn wir das gesehen haben, ist es schiefgegangen, weil es fehlt eine Art Übersetzungsriemen, es fehlt etwas in der Mitte. Ich kann nicht von den ganz verrückten Ideen zur Implementierung ins Kerngeschäft gehen, sondern es muss ein fließender Übergang sein. Das passt ganz gut zu dem, was wir bei Klöckner und bei Fissmann gesehen hatten. Es braucht unterschiedliche Teams mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Und gleichzeitig das furchteinflößendste und informativste Chart in der ganzen Präsentation, das war dann noch das hier. Das ist die wissenschaftliche Forschung der letzten 100 Jahre zum Thema Organisationsmodelle. Einmal zusammengefasst von einem netten Professor, hier unten auch namentlich erwähnt, der einmal gesagt hat, okay, wenn wir uns anschauen, wie hat sich Managementlehre in den letzten 100 Jahren verändert, dann gibt es alle möglichen wissenschaftlichen Theorien, die basieren aufeinander. Das ist alles mehr oder weniger sauber erforscht. Und was ich sehr hilfreich an diesem Chart finde, sind zwei Aussagen. Auf der einen Seite, wenn man viel, was man heute beobachten kann, an modernen Organisationsformen, Selbstorganisation, Holokratie und anderen Modellen, kann man manchmal denken, das ist jetzt irgendwie sehr esoterisch. Am Ende des Tages ist das nur ein weiterer Schritt in einer langen Kette der Managementlehre. Und man kann das durchaus auch detailliert recherchieren, wenn man sich dafür interessiert. Und da gibt es überall Bücher zu. Auf der anderen Seite, man muss sich auch nicht mit allem auseinandergesetzt haben. Also wenn morgen jemand zu Ihnen kommt und sagt, wie, Sie wissen nicht, was eine Teal-Organisation ist, dann müssen Sie nicht verzweifeln, weil es ist nur eine Idee von 15, die da draußen gerade rumschwirren. Und am Ende gibt es auch da nicht das perfekte Modell. Das kann alles eine Inspiration sein. Aber wie hier sehr schön auf den Punkt gebracht, es gibt keine perfekten organisationellen Modelle, es gibt keine perfekten Organisationsdesigns. Jeder, der denkt, wenn ich morgen auf das Spotify-Modell oder auf Swarm oder auf Agile oder auf Scrum umstelle, dann wird alles gut, der ist naiv, sondern das sind alles neue Impulse, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Und auch da gibt es wieder schöne traditionelle Beispiele. Hier Haier beispielsweise, ein chinesisches Unternehmen, was sich in den letzten 20, 30 Jahren kontinuierlich neu erfunden hat. Und wenn man sich die einzelnen Schritte in dieser Entwicklung anschaut, dann wird man ein paar von denen wiedererkennen, weil das Evolutionen sind, die man selbst irgendwie noch im Studium oder in Organisationen mitbekommen hat. Also hier irgendwie die Matrix-Organisation, dann vielleicht Satellitenfirmen. Und dann merkt man, in den letzten Jahren wird es vielleicht ein bisschen ausgefallener, aber am Ende sind das nur weitere Schritte in dieser längeren Kette an organisationellen Strukturveränderungen. Genau, das waren erstmal die ganz harten Faktoren. Und noch ganz zum Schluss, wenn ich all das definiert habe, rationale Antworten habe, dann habe ich immer noch eine ganze Menge Mitarbeiter, die mich mit großen Augen anschauen und für die das wahnsinnig anstrengend ist. Dann komme ich ins Change Management. Allein darüber könnte man einen einstündigen Vortrag halten. Ich habe auch hier einfach mal ein paar erste Impulse und Inspirationen mitgebracht. Wichtig ist am Ende des Tages, dass man auch sich damit aktiv beschäftigt, auch dafür Budget, Zeit, Ressourcen reserviert und dass man auch das zu einer Managementaufgabe macht. Und am Ende des Tages kann ich das nicht befehlen, sondern ich muss es irgendwie schaffen, eine Bewegung zu schaffen. Ich muss Dynamik ins Unternehmen kriegen, ich muss Energie ins Unternehmen kriegen. Das klingt immer sehr esoterisch, aber es gibt keine Alternative dazu. Am Ende sind Organisationen Systeme und keine Maschinen. Und einer der beeindruckendsten Organisationswandel-Cases auf einer Kulturperspektive meiner Meinung nach in den letzten Jahren ist Microsoft.
So sah Microsoft vor ein paar Jahren aus und ein bisschen so sieht Microsoft auch immer noch aus. Eines der komplexesten und größten Org-Charts, was man sich so vorstellen kann. Und es ist auch wieder ein Unternehmen, was sich in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Auch stark verändert hat wieder durch einen neuen CEO. Das heißt, Satya Nadella hat in den letzten Jahren ganz schön aufgeräumt bei Microsoft, hat auch einen wahnsinnigen Turnaround vollbracht. Wer Microsoft-Aktien im Portfolio hat, weiß das. Und das wirklich mit einer traditionellen 130.000 Mitarbeiter-Organisation. Und jetzt hat man als CEO ja nicht viel Zeit und 130.000 Mitarbeiter. Wie setzt man diese Zeit ein? Wie beeinflusst man diese Mitarbeiter? Wie beeinflusst man auch seine Direct Reports? Irgendjemand eine Idee, was das Buch ist, was Satya Nadella seinen Direct Reports an seinem ersten Tag geschenkt hat, als er angefangen hat bei Microsoft? Oder irgendwelche Ideen, Vorschläge? Es ist Nonviolent Communication. Das heißt, er hat gesagt, die eine Sache, die ich von euch verlange, die eine Sache, die sich bei Microsoft ändern muss, ist, wir müssen gewaltlos kommunizieren. Gewaltsam konnten die schon sehr gut. Wir müssen es schaffen, dass diese Organisation besser zusammenarbeitet. Was ist gewaltfreie Kommunikation oder GFK? Es sind am Ende ist ein Toolset. Wie gehe ich miteinander um? Wie kommuniziere ich miteinander? Da kann man Kurse machen. Das ist am Ende keine revolutionäre Erkenntnis. Und gerade deswegen finde ich es so schön, dass einer der mächtigsten CEOs der Welt das sehr gut bezahlten, sehr intelligenten Executives an seinem ersten Tag mitgibt, weil er sagt, das ist die eine Sache, die ich zu meiner Agenda mache und die er auch in ganz vielen anderen Symbolen, und dafür geht's, darum geht es für mich bei kulturellem Wandel, durchdrückt. Das heißt zum Beispiel, dass bei einer seiner ersten großen Ansprachen er bewusst die Bühne verkürzt hat. Also er hat gesagt, die Distanz zu den Mitarbeitern war zu groß. Da kann man irgendwie drüber lächeln, aber ich glaube wirklich, wenn die Organisation so groß ist, muss man jeden seiner Auftritte, jede seiner Interaktionen orchestrieren, um am Ende diese Botschaft rüberzubringen. Davor war Microsoft berühmt-berüchtigt dafür, dass die verschiedenen Teile sich bekriegen. Das ist mit Sicherheit nicht komplett weggegangen, aber das ist was sich verbessert hat. Und Satya Nadella hat an allen Ecken und Enden daran gearbeitet, das zu verändern. Hat beispielsweise, und das klingt jetzt erstmal lustig, hat gesagt, wir geben kein Feedback mehr, wir geben Perspektiven. Das ist ein CEO, der wahnsinnig viel Shareholder-Value geschaffen hat, der sich aber teilweise ein bisschen anhört, wie irgendwie ein Montessori-Lehrer, ich weiß nicht genau, wie sich Montessori-Lehrer anhört, ich war nie auf der Schule, aber es ist auf jeden Fall, auf den ersten Blick fühlt es sich vielleicht esoterisch angehaucht an, aber in allem, was er so umgesetzt hat, das sind jetzt nur weitere Beispiele, was sind seine Leadership-Traits, nach denen er sucht. All das geht am Ende des Tages in die Richtung und das ist genau das, was ich empfehlen kann und was wir auch in deutschen Organisationen beobachtet haben. Bei Otto kann man das schön beobachten, wie die sich in den letzten Jahren transformiert haben, sowohl bei den Führungskräften als auch im Büro selbst. Wenn man sich mal deren Jahresbericht anschaut, ist der inzwischen sehr verspielt und klar auf Werte fokussiert. Der Vorstand bietet den Mitarbeitern das Du an. Das heißt, hallo Vorstand, hallo Werte. Das klingt erstmal lustig, aber wenn ich so viel verändern muss in so kurzer Zeit, sind es wichtige Symbole, die einen Beitrag leisten können. Springer ist meiner Meinung nach einer der beeindruckendsten Transformationscases. Da wurde sehr viel gelacht über die WG und über den Bart und über das Weglassen von Krawatte und Anzug. Und am Ende kann das nur ein Beitrag sein. Ich glaube, jeder muss seine eigenen Symbole finden, aber man muss trotzdem Symbole finden. Und alle großen Organisationen, die sich verändert haben in den letzten Jahren, haben genau das meiner Meinung nach getan und haben auch ihre Themen gesucht, bei denen sie am Ende des Tages Akzente gesetzt haben. Das heißt hier beispielsweise die neue GM, CEO, als sie angetreten ist, eine der ersten Sachen, die sie gemacht hat, ist den Dresscode zu verändern. Das waren vorher, ich glaube, 3 DIN A4 Seiten und sie hat gesagt, der neue Dresscode ist dressed appropriately. Und ich glaube, das ist manchmal ein mächtigeres Symbol, als zu sagen, ich habe jetzt hier eine 10-seitige Memo verfasst. Und ich glaube, das ist das, was sich jeder in der eigenen Organisation am Ende des Tages suchen muss. Es war jetzt ein schneller Überflug über ein großes Thema, dementsprechend, ich habe nur versucht, alles einmal kurz zu berühren, keine finalen Aussagen zu treffen. Ich habe es hier einmal kurz zusammengefasst, wie gesagt, die Präsentation teile ich auch gerne. Wir sind kurz vor Ende, dementsprechend würde ich jetzt erstmal kurz für Fragen öffnen und dann kann man in der Beantwortung der Fragen, falls es welche gibt, vielleicht auch nochmal auf die Zusammenfassung eingehen, sonst lese ich es einfach oder fasse es nochmal kurz zusammen, falls es keine Fragen gibt. Danke dir, vielen Dank. Max, danke dir. Ja.
Definitiv der Vortrag mit der höchsten Wortdichte pro Minute. Sagen wir ganz kurz, haben bei euch schon Unternehmen aus dem Real Estate-Bereich angeklopft? Ja. Du brauchst jetzt keine Namen nennen, aber so aus welchem Bereich kamen die, welche Probleme hatten die? Also wir arbeiten schon seit längerer Zeit immer wieder mit Aurelis zusammen. Das ist auch darüber dürfen wir auch reden. Ich glaube, was wir ganz oft und in vielen Projekten und in vielen Branchen haben, ist immer wieder die Frage, wie schafft Technologie neue Möglichkeiten? Und eine der Themen, die wir in dem Fall und grundsätzlich spannend fanden in der Real Estate Branche, ist, die Rolle der Immobilie verändert sich gerade wieder auf ganz vielen Ebenen. Und ich glaube, das schafft Möglichkeiten, am Ende des Tages auch Quadratmeterpreise auf eine Art und Weise zu treiben oder anders zu verkaufen. Ich glaube, eine der spannenden Entwicklungen in den letzten Jahren war, dass wir auf einmal die Diskussion sich verändert hat von ich lande immer nur beim Immobilieneinkäufer, der auf Quadratmeterpreise optimiert, hinzu auch die Chefetagen machen sich Gedanken über Immobilien, weil es am Ende auch eins dieser Symbole ist. Also ich glaube, eine der Sachen, die auch hängen geblieben ist, jetzt muss man nachher die Googles und Facebooks dieser Welt nicht in den Himmel loben und als einzige Beispiele sehen, aber dass ein Büro, was Mitarbeiter inspiriert und ihnen Freiräume gibt, dass das irgendwie beitragen kann zum Geschäftserfolg. Ich glaube, das ist schon was wir bei einigen dieser großen Tech-Unternehmen schön gesehen haben und wo wir inzwischen auch sowohl große Startups wie irgendwie die Zalandos dieser Welt als auch traditionelle Unternehmen sehen, dass sie auf einmal sich anders wieder mit Immobilien beschäftigen, ob das jetzt in permanenten Modellen oder in flexiblen Modellen ist. Und das ist erstmal spannend aus einer Immobilienperspektive. Das war jetzt eher aus der Immobilienperspektive. Habt ihr auch Kunden aus dem Construction-Bereich? Aus der Construction haben wir mal ein paar Gespräche geführt, aber noch keine echten Projekte gemacht. Finden wir hochinteressant, weil es unserer Meinung nach eine klassische Branche ist, die reif ist für Veränderungen, sehr fragmentierter, sehr unprofessioneller Markt, also sehr viel mit Telefon und Notizzetteln und individuellen kleinen Gruppen, die miteinander dealen. Ich habe mich mal unterhalten mit einem Verband, der meinte am Ende, fast jedes Bauprojekt landet irgendwann vor Gericht und es geht immer mehr darum, habe ich eigentlich vorher alles rechtlich richtig geklärt? Und deswegen finden wir so Modelle, auch wenn sie radikal sind, wie einen Katera irgendwie interessant, weil immer wenn etwas so fragmentiert ist, gibt es meiner Meinung nach wieder Potenzial, entweder durch Integration oder durch Marktplatzlogiken Transparenz zu erzeugen. Und das ist was Technologie einfach sehr gut herstellen kann. Wie aus deiner Sicht, wo ihr mit vielen Branchen zu tun habt, wie steht da die Branche da im Vergleich zu anderen Bereichen? Also es wirkt auf mich gerade so, als ob die Branche noch nicht so stark betroffen ist von vielen dieser Veränderungen wie andere, also noch nicht so weit im Reifegrad ist, egal ob wir die Bewertungen der Startups anschauen oder ob wir anschauen, wie radikal die großen Unternehmen sich verändern. Ich glaube, man merkt jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon einen Aufwachen und mehr Experimente. Aber wenn ich mir irgendwie anschaue, die Reisefahrt oder die Reisebranche oder wenn ich in Themen wie Retail reinschaue oder ähnlich oder auch in die Mode, da sind viele dieser Trends viel, viel weiter und wir haben viel granularere Diskussionen am Ende und wir haben auch schon viel größere, viel erfolgreichere Beispiele und wir diskutieren viel weniger über das grundsätzliche Ob als mehr über sehr spitze Details und ohne im Detail drin zu sein, sehe ich das in dem Ausmaß noch nicht in der Immobilienbranche. Ich sehe auf Slido oder über die Talk-App gibt es aktuell keine Fragen. Dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank, Max. Dankeschön. Ja, wir haben noch...